es um das Thema Seen, kommt man in Halle nicht um das Seezentrum Schauer herum. Was heuer vor 40 Jahren von Joe Schauer gegründet wurde, führt nun seit 2021 Sohn Josie Schauer in zweiter Generation. Dass er den Betrieb einmal übernehmen wird, war von vornherein klar. Dass es nach dem Tod des Vaters Anfang 2021 so schnell gehen musste, war nicht geplant. Doch mit seinem guten Team war der Übergang smooth und seine Handschrift wurde auch bald sichtbar. Wo wir noch an die ersten 9 Linien mit aufgenommen haben, wo wir die ersten 9 Geräte noch installiert haben, da ist dann meine Handschrift auch ein bisschen mehr reingekommen. Der Papa wollte das zwar auch machen damals, aber hat das bewusst dann ein bisschen noch zurückgehalten und hat gesagt, das riechst du dann du her, wirst du das willst. Für die Kunden weiß ich nicht, wann das auffällig geworden ist oder ob das überhaupt schon auffällig geworden ist, weil wir sehr smooth da, glaube ich, weiterfahren in unserer Philosophie. Damit die 40-jährige Unternehmensgeschichte nicht nur am Papier festgehalten ist, haben sich die Tenningauer etwas einfallen lassen. Denn gefeiert wird im Hause Schauer nicht einfach nur so. Da muss schon Freund Rusty auf die Bühne und den zahlreichen Gästen mit Elvis-Klängen einheizen. Und auch die Mürztaler sorgen für Stimmung bei den zahlreich erschienenen Freunden und Kunden im Publikum. Wir haben uns überlegt, was machen wir? Faschingssamstag. 80er Jahre ist Geschäft aufgekommen, der Rusty ist da, was damals, es ist alles irgendwie reiner 80er-Party, ist auch ein bisschen fad, haben wir gesagt, Glanz und Glamour, das ist sehr, sehr breit gefächert und da kann sich jeder aussuchen, was er möchte. Unter den Gästen ist auch eine, nach eigenen Angaben, Kundin der ersten Stunde. Überzeugt hat Joe Schauer Sabine Hinöckel vor 38 Jahren mit Kontaktlinsen. Weil zum Beispiel andere Optiker in Hallen haben gesagt, für mich funktionieren keine Kontaktlinsen. Und der Joe hat das damals schon geschafft. Er war auch Koryphäe in seinem Beruf. Ja, der Jose, der macht das auch super. Er hat jetzt ein super Team und also für mich passt das genauso gut. Die Marke Andy Wolf hat im Hause Schauer eine ganz besondere Bedeutung. Bereits vor der Gründung des Unternehmens Andy Wolf bestand eine Freundschaft zwischen Wolfgang Scheucher und Joe Schauer. Schon zu Beginn wurde die Marke vom Seezentrum Schauer mitgetragen. Heute ist Andy Wolf eine Weltmarke und die Freundschaft generationsübergreifend. Das Schöne ist ja, dass die Freundschaft zum Josie übergegangen ist. Und das ist ja das Wunderbare an der ganzen Geschichte, wo man dann immer wieder sieht, wenn man dieses Event anschaut, ist ja unfassbar, was da, also das sucht in der Optik in Österreich seinesgleichen. Die Firma Schauer ist doch ein wirklich alteingesessenes, gut etabliertes Unternehmen und mich freut es ganz besonders, dass die Familie und der Josie sozusagen dieses Unternehmen so erfolgreich weiterführt. Ich bin selber auch jahrzehntelang Kunde des Unternehmens. Das Herz jeden Unternehmens sind die Mitarbeiter. Und die wurden bei der Veranstaltung im Ziegelstadel auch entsprechend geehrt. Die Familie Schauer muss schon vieles richtig machen, wenn der Kern der Mitarbeiter Jahrzehnte beim Unternehmen ist. So Prokuristin Veronika Obradovic-Schürer, sie ist seit 38 Jahren im Seezentrum. Es ist eigentlich keine Arbeit, wenn es da einer geht. Es ist einfach schön, wenn man die Kollegen trifft und jeder kann sich einbringen. Es ist kein starres Konzept. Es ist, ja, die Ideen und wir werden einfach gehört vom Chef. Zum Geschäftsführer-Stellvertreter Roman Seigmann hat Josie Schauer eine ganz besondere Verbindung. Denn Roman Seigmann hat ihm das Handwerk gelernt. Der langjährige Mitarbeiter geht nach wie vor so gerne ins Geschäft wie am ersten Tag. Er glaubt, dass das Optikerhandwerk Bestand hat. Man muss nur schmackhaft machen. Das ist ganz wichtig. Also wenn jetzt ein Junge kommt, dann darf ich ihm natürlich nicht den ganzen Tag Brillen abstammen lassen, sondern ich muss ihm auch das Handwerk zeigen. Wie entsteht so eine Brille, da das einfach aus einer Kunststoffplatte ausgefeilt wird, dass man ein Glas mit der Hand nachschleifen kann und dass man wirklich von der Pike auf das lernt. Und dann hat man auch, glaube ich, Freude. Dann weiß man auch, okay, so entwickelt sich ein Brünn, so entsteht ein Brünn. Ein großer Meilenstein im Unternehmen war der Schritt vom reinen Optiker hin zum Seezentrum. Auch Innovation spielte eine große Rolle, nämlich bei der Implementierung einer Inhouse-Kontaktlinsenproduktion. Heute werden die Kunden im Meisterbetrieb von der Kinderoptometrie über Lesehilfe und Fashionbrillen bis hin zu Speziallinsen versorgt. Im Vordergrund immer die persönliche Beratung. Was schön war, was in 40 Jahren wieder berichtet werden, ist, dass wir innovativer Betrieb geblieben sind. Wie das dann genau in 40 Jahren ausschaut, das sei dahingestellt. Man muss halt da jeden Tag sich diesen Aufgaben und Forderungen neu stellen und für alles offen bleiben. Viele Unternehmen dieser Art gibt es nicht mehr, aber es ist schön zu sehen, wenn der Kunde noch persönlich im Mittelpunkt steht.